Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Train Simulator 2 Video von der PlayStation 5 mit mir, Basti, und heute mit der Regionalbahn von Hamburg Hauptbahnhof nach Bad Oldesloe. Und das mit keinem geringeren Zug als dem Stadler Flirt 3 aus dem neuen Erweiterungspack S-Bahn Zentralschweiz. Ich habe mir ein Repaint in Creators Club runtergeladen, das blende ich euch jetzt ein. Und dann habe ich mich an den Szenario Editor gesetzt, und ob das funktioniert hat und wie es funktioniert hat, das seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! So, und hier sitzen wir jetzt auch schon im Stadler Flirt 3. Werden jetzt erstmal den Generalschlüssel freischalten, den Richtungssender nach vorne machen. Die linken Türen schon mal öffnen. Die Fahrgastraumbeleuchtung könnten wir auch mal anmachen. Vielleicht machen wir sie auch gleich wieder aus. Das sieht jetzt schon mal so aus. Das hier ist ein Repaint, wo noch ein paar andere Sachen draufstehen als nur DB. Aber das schauen wir uns gleich mal an. Wir stehen jetzt gerade noch kurz am Hamburg Hauptbahnhof, weil man sieht hier ganz deutlich das Fahrgastinformationssystem. Das sieht nicht so schön aus. Das liegt natürlich daran, dass es an diesem Stadler Flirt nur irgendwelche Schweizer Sachen gibt. Aber ich habe mal geguckt, neben Sachen wie Sousee, Art Goldau, Erstefeld, Zürich HB, Basel SBB oder Luzern, haben wir auch noch die S1 nach Rothenburg. Und das ist zwar komplett falsch, wenn ich das jetzt eingebe, aber ich finde, es sieht besser aus als geschlossen, weil Rothenburg gibt es auch in der Nähe von Norddeutschland oder in Norddeutschland und auch in Süddeutschland. Also können wir das ruhig hier mal angeben. Dafür geben wir die 2, 0 und 6 ein. Bestätigen das mit, Gott, ist das schwer mit dem Controller. Enter. Schon haben wir die S1 nach Rothenburg. Und das sieht doch eigentlich schon ganz gut aus. Wir schließen wieder unsere Türen. Werden die Bremse lösen. V-Soll steht auf 40 km/h und so können wir auch direkt starten. Nächster Halt in 3,6 Kilometer Hasselbrook. Hier links, hier rechts sehen wir noch einen ICE, der noch auf Ausfahrt in Richtung Lübeck wartet. Und da links stand gerade noch auf dem anderen Gleis ein Regionalexpress. Wir fahren jetzt erstmal hier in Richtung Hasselbrook und schauen mal, wie lange wir bis nach Bad Oldesloe brauchen. Ja, ich habe mich mal an Creators Club gewagt, beziehungsweise ich habe mir das Repaint, was wir uns jetzt anschauen, besorgt. Das ist eben von dem Stadler Flirt mit einer DB Regio Lackierung. Es steht drauf Mecklenburg-Vorpommern, mir tut gut. Okay. Hansestadt Stralsund. Ist echt schön geworden, finde ich. Also muss ich wirklich sagen, sieht doch durchaus auch mit diesen Türen und sowas gar nicht mal so schlecht aus. Kann man sich wirklich mal gut anschauen. Muss man doch so deutlich sagen. Kann man sich wirklich gut anschauen. Und auch mit diesem Streifen für die erste Klasse. Das ist schon schön. Das ist schon ein sehr schönes Repaint. Kann man nichts anderes zu sagen. Dann habe ich mir überlegt, ich werde mein Szenario basteln. Und ich habe noch nie ein Szenario gebastelt. Das ist mein erstes Szenario, was ich jetzt gebastelt habe. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Eigentlich sollen jetzt gleich dann auch zwischendurch mal Züge entgegenkommen. Nicht so viele, weil man kennt es ja auch, wenn man sich das erste Mal so an Szenarien wagt. Wenn man da zu viele andere fremde Züge drin hat, dann kann es auch ganz schnell sein, dass du kurz vor deinem finalen Halt ein rotes Signal kriegst. Und das möchten wir vermeiden. Deswegen habe ich da noch nicht so viele Züge reingepackt. An den Bahnhöfen stehen jeweils welche. Auf der Strecke sollten uns aber auch welche entgegenkommen. Unter anderem auch noch zwei Güterzüge. Eine Eurobahn, eine Regionalbahn, eine Intercity, glaube ich, sogar noch. Also ein paar Sachen werden uns noch entgegenkommen. Das sehen wir aber dann. So, in wenigen Metern können wir auf 100 km/h beschleunigen. Ob sich das dann lohnt bei 2 Kilometern bis Hasselbrook, sei mal so dahingestellt. Aber wir machen es trotzdem, weil das Bremsverhalten, also ich finde diesen Zug unglaublich gut. Also der ist wirklich sehr gut zu steuern. Mich stört ehrlich gesagt, dass das hier so leer ist alles. Also das regt mich tatsächlich ein bisschen auf. Aber grundlegend kann man nichts anderes dagegen sagen, als dass das ein sehr gut gelungener Zug ist. Wenn ihr wollt, dass ich den mal auf der Originalstrecke in der Zentralschweiz fahre, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Oder wenn ich mal irgendwelche anderen Szenarien basteln soll, ich bastel jetzt zwischendurch mal. Weil die Szenarien werden niemals so gut sein, dass ich die in Creators Club hochladen kann, aber
So ein bisschen ist es ja auch witzig, wenn man mal ein paar Szenarien baut zwischendurch. Noch 1,0 Kilometer. Ich werde jetzt mal langsam mit der Leistungsreglerbremse, nenne ich es jetzt mal. Das ist, denke ich, die Zugbremse. Die Zugbremse ist ja hier links. Werde ich schon mal ein bisschen runtergehen. Ich versuche eigentlich immer mal so ein bisschen nur mit dem Leistungsregler zu bremsen und nicht mit der Zugbremse an für sich, weil die so finde ich es irgendwie angenehm, also smooth in den Bahnhof rein zu rollen, ist eigentlich ganz schön. Aber der bremst auch wirklich gut, dieser Zug, muss man ganz ehrlich sagen. Schnell und man kann fast nicht über das Ziel hinausschießen eigentlich. Natürlich ist es so, dass der in Szenarien direkt anzeigt, Hamburg-Warnsbeck, fahr da jetzt mal bitte hin, der zeigt hier nicht an, dass man jetzt noch Passagiere ein- und aussteigen lassen soll. Wir machen das jetzt einfach mal selber und wir fliegen mal hier vorne hin und schauen uns dann die Ausfahrt des Zuges an. Und wir können durchstarten. Beschleunigen tut er auch sehr gut. Ist eine Doppeltraktion diesmal. Ach, sieht gut aus. Hier sind es noch 1,3 Kilometer. Also hier müssen wir jetzt schon sehen, dass wir es relativ gut abpassen, wenn wir dann bremsen wollen. Soll können wir auch schon mal wieder hochschrauben. Brauchen wir ja gleich. So, dann können wir schon mal langsam in eine Bremsung gehen. Die eine Schranke war noch oben. Habt ihr das gesehen? Hat man das gesehen? Da war noch ein Teil des Bahnübergangs oben. Herrlich. Realismus wird hier groß geschrieben. Passiert ja leider zwischendurch auch mal im Real Life. Jetzt nehme ich doch mal die Zugbremse ein bisschen dazu, weil ich sonst Angst habe, dass ich jetzt doch das Ziel verfehle. Wie war das nochmal? Man kann das Ziel damit nicht verfehlen. Naja. Ach, das passt 1A. Wobei ich sagen muss, das DB-Logo sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Also ich meine, es sieht so aus, aber... Weiß nicht, kann man das nicht irgendwie weiße Schrift einfach machen? Sieht das dann besser aus? Irgendwas stört mich an diesem DB-Logo. Ich weiß aber noch nicht ganz genau was. Naja. Sieht trotzdem unfassbar gut aus. Also ich meine, allein diese kleinen Details mit der Lackierung hier, mit diesem Mecklenburg-Vorpommern-Zeichen und sowas, das ist schon wirklich, wirklich sehr, sehr schön gelungen. Da geht es jetzt ab nach Hamburg-Tondorf auf Gleis 2. Die ganze Strecke nach Lübeck fahren wir nicht. Wir fahren auch nach Bad Oldesloe, weil das eine kleine Regionalbahn sein soll. Die Regionalbahn 81 ist es, glaube ich, stand vorhin im Szenario-Editor, dass das die Strecke der RB 81 ist. Ah, guck mal, hier fährt ein Zug ein. Es hat funktioniert. Mein Szenario hat funktioniert. Jawohl, es fahren Züge auf diesen Strecken. Genial. Sorry. Da muss man sich einfach mal kurz freuen, dass das klappt, du. Wahnsinn. Wir haben uns den Zug noch gar nicht von innen angeguckt. Das müssen wir gleich auch noch machen. Ja, das hier sieht wirklich schon... Das sieht schon schön aus. Das ist ein wunderschönes Repaint. Mit wirklich einem richtig coolen Zug. Und einer richtig coolen Strecke. Hamburg-Lübeck ist eine meiner Lieblingsstrecken. Auch einfach, weil ich dieses Norddeutsche mag, aber auch, weil das so
Es sieht einfach gut aus. Es ist einfach echt gut gelungen. Können sogar schon auf 140 hoch. Das finde ich übrigens auch unfassbar gut an diesem Zug. Du kannst, also du brauchst nicht viel mit AFB machen oder sowas. Du stellst einfach direkt ein, wie viel km/h der fährt. Das war's. Mehr brauchst du nicht. Das ist einfach super. Besser geht es ja kaum. Ob uns noch andere Züge entgegenkommen? Ich bin gespannt. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich schon noch ein, zwei Fehler eingebaut habe, weil ich mir jetzt auffällt, ich bin gerade schon einmal Probe gefahren und bin dann aber nur bis da, wo wir gerade waren, gekommen. Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe, das merke ich jetzt so, weil ich habe die Fahrt ein bisschen unterschätzt, wie lange das dauert, diese Fahrt zu machen und jetzt verpassen wir den Bahnhof vielleicht aber wirklich, wenn das so weitergeht. Und ich glaube, ich habe so einen Güterzug oder sowas erst um 13 Uhr losfahren lassen aus Lübeck. Den werden wir eigentlich nicht mehr treffen bis Bad Oldesloe. Das kann ich mir schon fast nicht vorstellen. Okay, Bremsverhalten muss man mit dem Flirt 3 noch ein bisschen trainieren, sag ich mal so. Herzlich willkommen in Hamburg, Tondorf, Gleis 2. Schauen wir uns mal kurz an. Das sieht schon cool aus. Also, der zeigt jetzt sogar an Rothenburg, also von Luzern nach Rothenburg sind wir nicht ganz gefahren, aber der Zug ist schon sehr gut gelungen, muss ich sagen. Wobei diese Sitze sehen hart ungemütlich aus. Es fährt da, wo ich wohne, das sieht man, weil ich kenne meine richtig anderen Mountainbike-Videos und sowas, dass ich in Lingen an der Ems wohne, weiß man das ja normal. Da fahren auch Flirts, aber das ist auf jeden Fall nicht Flirt 3, das ist Flirt 2, Flirt 1. Helfen wir auf die Sprünge, da kenne ich mich wirklich jetzt so nicht aus. Ich weiß, was eine BR 423 ist und was der Vergleich zu einem Flirt beispielsweise ist. Aber ob es jetzt der Flirt 1, 2 oder 3 ist, der da in Lingen fährt, 3 definitiv nicht mit der Westfalenbahn, aber Flirt 1, Flirt 2. Ich weiß es nicht. Mach ich jetzt gerade zu? Achso, ne, jetzt mach ich die zu. Alles klar. Oh, hier steht sogar die Zuglänge. Cool. Schauen wir uns das jetzt einfach mal an, wie das hier aussieht, wenn ich losfahre. Ah, da rechts, da kommt ein bisschen Leistung hoch. Zugbremskraft ist auf 99%. Wenn man hier auf diese Liste... Oh, das sieht schon echt cool aus. So, ab nach Hamburg-Rahlstedt. Strecke ist so leer. Ich möchte andere Züge sehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt ist aber wirklich volle Leistung angesagt. Und Notbremse. Wie schnell kann dieser Zug notbremsen? Ich bin so blöd, dass ich dieses Zitat vom Anfang genommen habe. Man kann mit diesem Zug den Bahnhof eigentlich nicht verfehlen. Das war so idiotisch, das zu sagen. Oh, wobei... Ja komm, man kommt hier noch rein und raus. Also ich hatte schon recht. Man kann mit diesem Zug den Bahnhof nicht verfehlen. Muss man auch aber mal anerkennen. Bitte achten Sie auf die Markierung am Bahnhof.
Schön. Ist das eigentlich noch irgendwas Bestimmtes mehr lösen oder sowas? Superbremse auf mal lösen. Das Fenster können wir jetzt mal aufmachen. Soll dir ruhig mal ein bisschen Durchzug geben. So. Achso, nee, dann erstmal Türen verriegeln und dann können wir auch weiter. Dann sollte es ja auch ganz schnell nach. Ah, ah. So, ich habe jetzt im Endeffekt in 3-4 Minuten Kleinstarbeit nochmal eben kurz den Generalschalter ausgeschaltet und wieder eingeschaltet. Es hat funktioniert. Warum, weiß ich nicht. Oh, jetzt ist es aber laut hier im Führerstand. Was ist denn da los? Übrigens finde ich es cool, man kann mit diesem Hörer Stellwerk kontaktieren. X. Fortfahren gemäß Signalbilder. Das machen wir doch. Ab nach Ahrensburg, Gleis 4. Jetzt sind wir mal dicht. Ist ja unfassbar laut. Ah, schon besser. Ha, wir haben jetzt einen Zug gesehen von meinem tollen Szenario. Irgendwie sieht das noch ein bisschen mau aus. Ich will mehr Züge sehen. Das sieht doch schick aus. Da kommt ein Zug. Da kommt eine Eurobahn. Schön. Kann man sich so freuen. Aber ja, da kam jetzt eine Eurobahn. War übrigens auch ein Flirt, den ich auch repainted habe. Ich habe den nicht repainted. Ich kann sowas nicht. Aber ich habe mir dafür einen Eurobahn repaint aus dem Store. Creators Club. Nicht aus dem Store. Runtergeladen. 4,4 Kilometer. 140 ist noch richtig, ja. Und da kommt jetzt noch ein ICE. Was ist denn hier los? Jetzt geht's aber rund hier auf der Strecke. Wahnsinn. So, in wenigen Minuten erreichen wir dann Ahrensburg auf Gleis 4. Dann können wir schon mal langsam in den Bremsvorgang gehen.
Und da würde ich mal sagen, herzlich willkommen in Ahrensburg. Ravensburg, was ist denn mit mir? In Ahrensburg. Wir erreichen Ahrensburg auf Gleis 4, wie es da steht. Und der Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. So. So, danach geht's nach Ahrensburg-Gartenholz. Vielleicht treffen wir ja noch Züge unterwegs. Das wäre nochmal was. Dann geht's mal los. Wir fahren wieder langsam an. Wir können auch schon fast wieder abbremsen. Wobei S-Bahn-Fahren hiermit ganz gut geht, der beschleunigt eigentlich ganz schön. Bremst sehr gut. Kann man nicht anders sagen. Dürften wir sogar noch schneller. Kann er überhaupt so schnell? Also nicht wundern, dass ich jetzt nicht schneller wäre. Ich habe ja gerade auch noch gebremst. Weil wir jetzt auch in dem wunderschönen Städtchen Ahrensburg-Gartenholz sind. Das darf man ja nicht vergessen. So. Und dann mal alle aussteigen, bevor es dann gleich losgeht. In Richtung Bargter Heide. Ah, nicht viel los heute, ne? Naja. Lohnt auch nicht, dann machen wir wieder dicht hier. Kilometer. Vielleicht schaffen wir auf diesen 4,6 Kilometern einmal die 160 zu erreichen. Ah, nee, 3,7 Kilometern, oben rechts. 3,7 Kilometer bis 90. Ja, okay, dann wird es jetzt echt schwierig. Also, das ist schon eine sportliche Angelegenheit. Doch, wir haben es geschafft.
Das ist auch schon mal gut. Mal sehen, ob er sich selbst da drauf kriegt. So sehr jetzt auch nicht. Da müssen wir selber mal ein bisschen runtergehen. Soll das hinkriegen. Hier kurz vor Barg der Heide. Selbst im Barg der Heide steht kein Zug. Was ist mit meinem Szenario passiert? Habe ich wirklich nur so wenig Züge reingemacht? Weil es kann ja nicht sein. Das waren ja jetzt 3 Züge. Ich habe da auch schon mehr drin gehabt. So 5, 6. Eigentlich schon. Finde ich übrigens an diesem Bahnhof hier total cool. Dass da einfach eine Bahnschranke im Bahnhof ist. Das hat was, finde ich. Hier. Cool. Weil es natürlich praktisch, ne? Wenn du so einen dünnen Bahnsteig hast. Ich meine, auf Gleis 3 kann ich mir jetzt leider nicht vorstellen, dass die Züge einfahren. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Bahnhof in Lingen. Ohne die Schranke. Sehr dünner Bahnsteig auf Gleis 2. Gleis 3 existiert faktisch nicht. Oder fahren dir doch Züge ein? Auf Gleis 3. Ich weiß es nicht. Naja, jetzt fahren wir erstmal weiter nach Kupfermühle. Dann geht's jetzt mal los. 5,2 Kilometer bis Kupfermühle. Und in 700 Metern geht's auch wieder auf 140 km/h. Da macht das nochmal mehr Spaß. Falscher Knopf, Leute. Also, wenn wir einen Deal machen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, können wir das so machen, dass ihr mir einen Vorschlag macht, was ich für ein Szenario machen soll. Wenn überhaupt noch bis irgendjemand bis hierhin geguckt hat. Und dann würde ich versuchen, dieses Szenario zu basteln. Die Strecken sind eben die deutschen Strecken, kennt ihr ja. Und dann könnt ihr mir sagen, mit welchem Zug und vielleicht welchem Repaint. Wenn ihr schon mal ein paar Repaints gesehen habt im Creators Club, schaut dafür sonst nochmal in das Creators Club Erklärvideo von mir. Dann könnten wir uns überlegen, ob ich nochmal ein Szenario bastel. Eben mit dem IC2, mit dem ICE, mit der S-Bahn, mit dem Stadler, ganz egal womit. Vielleicht nochmal mit dem Güterzug, ich bin noch nie mit dem Güterzug gefahren. Ist aber auch, glaube ich, relativ langweilig für so ein Video, weil du fährst einfach nur die gesamte Strecke einmal ab, ohne Halt. Und ich finde, dieses zwischendurch Halten ist schon das Beste. Und dann gucke ich mal, dass ich ein paar mehr Züge reinkriege. Dann wär das ein richtiges Projekt für mich. Dann, wenn ihr mir sagt, was für ein Szenario, dann bastle ich mal ein Szenario. Dann probiere ich mich daran mal aus. Mal gucken, wie es wird. Ich hatte schon Angst davor. Aber das wäre eine Idee. Aber nur, wenn ich einen Kommentar dazu habe, was für ein Szenario denn gewünscht ist. Wenn es wieder erwartet mehrere Kommentare sein sollten, dann suche ich mir jetzt aus. So, Kupfermühle. Jetzt kommen wir in die richtigen Weltstädte hier. Ist der grün, der Bahnsteig?
Wie gesagt, richtige Weltschild. Ah, nicht ganz grün. Der ist nur so halb bewachsen. Ist der Bahnsteig eigentlich lang genug? Tatsächlich, ja. Ey, sieht das schön aus. Jetzt mal ohne Witz, also das sieht wirklich nicht schlecht aus. So ein komplett grün bewachsener Bahnsteig, das hat schon was. Sieht das wirklich so aus oder ist das jetzt irgendwie ein Fehler? Oder fährt man hier eigentlich anders in den Bahnhof rein? Also ich meine, da vorne ist ja nichts mehr. Ich meine, ihr könnt auch ein bisschen vorfahren, aber selbst bei einer einfachen Traktion habe ich dann, glaube ich, nicht den gesamten Bahnsteig erwischt. Hier ist ja viel mehr. Nicht viel, aber ein bisschen. Ist egal. Noch 6,2 Kilometer, dann haben wir es geschafft. Dann sind wir in Bad Oldesloe. Und ob uns da dann noch irgendwelche Güterzüge entgegenkommen, die jetzt eigentlich noch kommen müssten, ich wage es zu bezweifeln. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass da noch welche kommen. Irgendwas ist mit den Signalen falsch gelaufen oder sowas. Kann ich das nicht sogar nachgucken? Ich fahre jetzt in die Richtung. Stehen hier Züge? Das ist mein Gleis. Da steht ein Zug. Da steht ein Zug. Das könnte ein Güterzug sein. Ist die Preisfrage, ob da hinten Richtung Lübeck auch noch irgendwo ein Zug steht, der nicht weiterkommt. Vielleicht in Lübeck direkt. Ja, da ist noch ein richtig... Den wollte ich nämlich an mir vorbeifahren sehen. Ja. Diesen Zug hier wollte ich eigentlich an mir vorbeifahren sehen. Das ist, der ist ultra lang. Der 22 Wagen. Ja, schade. Das hat dann wohl nicht geklappt. Müssen wir mal auf die Spur gehen, warum. Rote Signale, ja, aber da sind ja auch zwei Züge gerade direkt hintereinander gefahren. Und davor waren ja auch noch einige Züge. Oder ein Zug, der da hintereinander gefahren ist. Also wir werden jetzt keinen Zug mehr sehen, der uns entgegenkommt. Schade, ich habe mir echt coole Repaints ausgesucht, die uns entgegenkommen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber wie gesagt, Leute, wenn wir ein Projekt haben, dann haben wir ein Projekt. Dann packe ich die ganzen coolen Repaints, die ich so gefunden habe, da in das Szenario rein, was ich da bastel. Das kriegen wir schon hin. Aber doch ein bisschen schade jetzt. So, in 1,4 Kilometern gehen wir auf 60. Da kann man den Zug ja jetzt schon mal runterbremsen. Runter. Nein, das ist runter. Oh Gott, das schaffen wir nie. Was tue ich hier? Dann kommt gleich ein rotes Signal. Und Bad Oldesloe. Nein, ich habe wieder zu... Nein! Ja, wobei, ich habe jetzt da die... Nein! Nein! Da steht ein Güterzug. Nein! Ich bin so kurz vom Ziel! Ja, komm, dann mache ich das jetzt wieder, wie ich das vorhin gemacht habe. Vielleicht klappt das ja. Eine kurze Bremse anziehen. So, jetzt. Das hat wieder einen kurzen Moment gedauert, aber jetzt... haben wir noch die letzte Power, um in Bad Oldesloe auf Gleis 3 einzufahren. Immer zum Ende! Und immer, wenn ich auf der Strecke Hamburg-Lübeck bin, zum Ende. So. Ja, da steht der eine Güterzug. Klar, der war auf meinem Gleis, so gesehen. Der konnte ja schlecht fahren. Dies war der Grund. Auf diesem Nebengleis war ich hier auch noch nicht. Ist ja sogar mit dem Prellbock da vorne.
Das ist ein cooles. Also wenn ich mal in Bad Oeynhausen sein will, dann würde ich direkt, oder wenn ich hier Pendler wäre oder sonst, dann würde ich direkt wollen, dass der Zug immer hier hält, weil hier ist direkt das Parkhaus und die Fahrradständer. Alles an einem Arbeitstag, okay? Was auch immer das jetzt war. Ja, das war's. Und damit sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hoffentlich mit einem Szenario, was ihr euch aussucht. Bis dann, euer Basti.